Tschüss. So, da sind wir wieder zu einem weiteren Part von Let's Wild oder wie auch immer ich das nennen werde. Ich habe es ja noch nicht hochgeladen. Heute geht es dann mal um die restlichen Sachen, die hier noch fehlen. Und zwar sind wir gerade hier am Grundbau gewesen. Wenn ihr hier reinkommt, den Boden haben wir schon gelegt. Das ist Lapis Lazuli auf Mieser Texture Pack. Die Küche, die bauen wir gerade aus. Hier hat sich noch nichts Großartiges ergeben. Hier ist ein Bücherregal, das ihr auch von der Rückseite seht. Ja, und hier ist so unser Armaturenbrett, wo alles so gemacht wird. Ja. Und hier haben wir eine wunderbare Waschmaschine. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, hä, Waschmaschine? Aber wenn ich das hochklappe, dann denkt ihr schon was anderes. Ja, vor allen Dingen kommt jetzt hier auch noch ein Kühlschrank hin. Gib mir eine Minute, Sekunde, lustig. Nein, das war's nicht. Ah, den Plattenspieler. Ja, genau. So, und auf Kopfhöhe wird hier eventuell ein Enchantment Table angebracht. Da ist doch unsere Zauberkiste. Scheiße, würde ich sagen. So, so sieht das gut aus. Ja, der Plattenspieler ist auch noch da. Unsere Waschmaschine. Unser Kühlschrank. Oh, mach mal offen. Nein, funktionieren tut der natürlich nicht. Wie wär's noch mit einem Holzschrank? Der Plattenspieler, der kann auch weg. Die Bücher können weg. Gut. Ein Holzschrank noch direkt daneben. Naja, sieht mäßig aus, aber okay. Also ich finde, man kann damit leben. Und zwar sehr gut. Wenn ihr es nicht könnt, dann bringt euch doch um. Nein. Ich bin ja nicht der Typ von Julians Vlog, obwohl eigentlich finde ich seine Videos richtig schön. Ich will euch hier mit diesem Gelaber auch noch ein bisschen unterhalten und auch nicht unbedingt auf die Kacke hauen. Wenn mir einfach nichts mehr einfällt, dann kommt sowas. Von oben sieht das gar nicht mal so schön aus, aber wir gehen ja sowieso nicht aufs Dach. Es wird nämlich ein Flachhaus. Also, ich finde das schon ziemlich gelungen. So. Nee, in der Mitte reicht. Uno Sembrano. Hier auch nochmal das Licht zum Lesen. Und auch nochmal das Licht hier. Ja, und hier ist einfach dann nur ein tiefer Schacht. Oder am besten. Ich habe schon eine Idee. Ja, irgendwie. Einfach ein bisschen Lava da rein. Als Heizung. Den Kamin, den. Ah, da sind ja noch die Fotos. Natürlich. Die kommen ja auch noch irgendwo hin. Wenn ich mir noch was für ausdenken. Brauchen wir auf jeden Fall noch eine Tür, Erde und. Ja. Neue Ideen brauchen wir noch. Nein, Scherz. Die habe ich. Nein, ich habe nicht gefurzt. Falls ihr das jetzt denken solltet. So. Hier kommt auf jeden Fall schon mal eine Tür rein. Hier kommt keine rein. Das ist einfach nur, ja, die Küche. Es wird kein zweites Stockwerk darüber geben. Also werden wir das jetzt hier einfach mal zukleistern. Ganz, ganz klasse sieht das hier aus. Ganz, ganz klasse. So.
noch ein bisschen in diese Richtung hier bauen. So. Ja, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Ich weiß, teilweise sind solche Flächenbauten etwas langweilig für euch zum Zuschauen, aber ich kann euch dann auch mal nichts Besseres bringen. Ja, hier kommt vielleicht dann noch so ein Bettchen hin oder so. Kein Plan, ganz ehrlich. Wo war denn noch? Ach, ich baue erstmal an was anderem weiter. Ja. Hier kommt natürlich auch noch eine Verglasung rein. So, boah, das sieht doch schon mal richtig gut aus für die kurze Zeit, die ich daran baue. Und jetzt habe ich gleich noch eine bessere Idee. Es kommt hier nämlich auch noch was hin. Und ihr könnt nicht erraten, was... Ah, Blumen, richtig. Keine Pilze, nein. Unser Kollege Setzling, der kommt hier auch noch hin. So. Den haben wir fertig. Dann brauchen wir hier noch unbedingt ein Bild. Ein Bild statt ein Schild. Ja. Und dann kommen hier noch, ja, Diadenine oder keine Ahnung, wie diese Pflanze heißt. Nein, so wollte ich das nicht. Auch nicht. Ja, das ist okay. Wobei, es gibt auch schönere... Oh, nee, ey. Das darf ich nochmal. Freut mich ja ungemein, ey, ganz ehrlich. Mit Rot sind wir schon durch. Gut. So. Ja. Komm, ein bisschen Glück, ey. Mann. Scheiße. Nein, nicht nochmal dasselbe. Ach, ist egal. Das nächste, was kommt, das nehme ich. Ja, das ist doch ganz schön, ey. Jetzt kommt nur nochmal die andere Seite. Also, freut euch drauf, ganz ehrlich. Ja, das geht. Nein. 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 Ja, das passt. Also, ich finde, das sieht stylisch aus. Genau, Schränke und alles. Ja. Hier kommt auch noch Lava rein und der ganze Müll, den wir noch so rüber haben. Wie wär's mit einem Foto von Jesus noch überm Bett? Nein. Ja, das hätte ich jetzt gern ein bisschen woanders gehabt. Das wird ja sowieso nichts. Alles, was ich möchte, das wird sowieso nichts. Nein. Nein. Oh Mann, schnell reparieren. Mann, ey, diese Steuerung hier, die ist echt... Ja, wieso nicht so ein schöner Bauer? Also mit schön meine ich jetzt nicht das Schöne, das wäre ein bisschen schwul. Was heißt ein bisschen, das wäre oberschwul, das jetzt so zu meinen? So. Und statt dem, was ihr jetzt dachtet, nämlich Lava, kommt da nämlich ein Netherstein rein und den zünden wir mal ganz schön an. Und zwar mit einem Feuerzeug. Damit kann man dann auch Zigaretten anzünden, aber Leute, ihr wisst ja, Rauchen ist schädlich, ne? Ja. Wie machen wir das jetzt? Die Sachen müssen unbedingt verbrannt werden. Ja, das kommt dann irgendwann gleich. So. Was können wir gerade verbrennen? So. Nee, das war eine scheiß Idee.
ganz ehrlich. Das war eine absolute Scheißidee. Ab ins Feuer mit dem Backstein und auch jenen weg. Ja. Wo ist denn das Bett? Das suchen wir jetzt erstmal. Heieiei. Das ist ja hier was. Ja. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, deswegen finde ich das auch nicht. Ah, hier ist es. Es ist nämlich hier grün. Nicht so wie bei der normalen Minecraft-Version. Irgendwas stört mich daran noch. Ganz gewaltig. Aber zur Bearbeitung kommen wir dann später. Ah, hier ist noch ein Knopf. So, dann ist das nur so eine Art Nachttischschrank. Hoffe ich. Ja. Besser kann ich das jetzt auch nicht machen. Tut mir leid, Leute, aber geht einfach nicht. Wobei, ja, gut, da kann man vernünftig pennen. Das, denke ich, geht klar. Als Zimmer. Ja. Wie machen wir das jetzt mit dem Esszimmer? Also irgendwo muss es ja auch noch nach unten gehen. Hier runter muss auch noch eine Etage sein. Ja, und das wird dann jetzt erstmal lustig, das auszubauen gleich. Vor allem, weil ich hier nicht unbedingt noch 30.000 Mal graben will. Auf jeden Fall muss das jetzt hier auch nicht so groß werden wie das Dingens. Der Sand ist natürlich auch noch ein großes Problem. Woraus bauen wir diesen Raum bitte? Wie wäre es, wenn wir die Wände einfach hier ausbauen? Der Boden. Der Boden, das ist jetzt eine Frage. Woraus bauen wir den Boden? Tja, der Boden, der ist eine Frage. Ja. Lasst mir mal eine Sekunde zum Nachdenken. Ich habe eine tolle Idee gerade. Wir machen hier ein Klo, aber kein gewöhnliches, sondern eher so. Genau. Ihr werdet schon gleich sehen, was ich mir gedacht habe. Hecktür hierhin, ja sicher, ey, ich glaub's ja wohl. Und ich habe extra so schön vorgesorgt. Das kann jetzt so ganz interessant werden hier. Kommt nämlich Lava mit ins Spiel. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was ich damit meine. Moment. Ja. So. Und ja, das wird ein Geheimnis bis zur nächsten Folge bleiben, was das hier wird. Und ich beschäftige mich eben nochmal mit dem Außenbau. Ach verdammt, da fehlt uns doch gleich wieder die Zeit, um noch weiter zu machen.
Ja, ich muss leider unterbrechen. Bis zum nächsten Mal.